Ich meine, hier ist noch ein bisschen was, so ist nicht. Aber das wird dann jetzt so nach und nach auch weniger. Ist alles mal langsam. Ja, vielleicht sollte ich die MK2-Dinger auch automatisieren. Not sure though. Hier, hat sie schon was getan? Ja, ganze 2000 hat er schon verbraucht. Wow. Hammermäßig, du. Hammermäßig. Also der Zug muss nie besonders oft fahren, um den mit. Ja, ja, ich weiß. Alle, ich treffe den Ausgang. Ist alles kein Problem. Ja, siehst du, ich sag ja. Ich komme raus. Jetzt kommt der Zug und macht mich platt. Verdammten Bäume, geht rüber, ihr Säcke. Nano-Robot Range. Was wollen wir? Was wollen wir? Wir haben jetzt verschiedene neue Möglichkeiten. Persönlicher Akku mit in Rüstung eingefügt. Überschüssige Energie für später zu speichern. Das ist cool. Mit in Rüstung eingefügt, damit du nachts besser sehen kannst. Das ist auch cool. Logistische Warenlagerung. Das ist auch schön. Logistikroboter. Das ist noch schöner. Wollen wir mal gucken, ob wir die schon hinkriegen? Glaub's halt, ne? Ja, das ganze Zeug braucht dann. Also nicht alles, aber hier teilweise braucht man dann das blaue Paket. Das heißt, wir müssen da jetzt noch nicht so sehr in die Richtung forschen. Bauroboter sieht ähnlich aus. Na gut, es ist persönlich, aber und dass es erweitert ist. Also das grundlegende Bauzeug kriegt man hin. Das wäre ja vielleicht schon mal eine Investition, oder? Aber wir machen erstmal die Nanoroboter. Die Nanoroboter erledigen das ja auch im Moment alles wunderbar für uns. Oh, also können wir eigentlich auch die behalten. Ja, mach jeden Baum platt. Kann so nicht mehr sehen. Hier oben war jetzt irgendwas. Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Dass der nicht immer diese komischen Umweg da fahren muss. Weil das ist ja affig. Ja, der kann. Ja, fahr ruhig weiter. Super. Machst du das? Super. Doofes Auto. Ja, und er kann hier nach links abbiegen, indem er hier auf die Spur wechselt, dann hier links macht, auf die Spur wechselt und dann hat er ein Problem. Er müsste nämlich hoch. Da kann er nicht. Und hier ist alles im Weg und doof. Zum Beispiel auch der Strom. So, bauen das hier richtig schön nah dran. Der Baum hier ist im Weg. So. Jetzt den Strom wieder hingesetzt, wo auch immer er war. Hier so ungefähr. Dann ist hier überall Strom drauf und er kann jetzt hier eine Abkürzung nehmen. Er kann direkt von hier unten hier lang düsen, hier drauf wechseln und dann hier reinfahren. So wie das gedacht ist. Natürlich, jetzt wird hier keiner gebraucht. Wäre zu schön. Warum macht ihr hier unten nichts? Achso, ja. Kein Rohr. Das ist natürlich ein Problem. So. Jetzt haben sie Rohr. Wie sieht es hier schwefeltechnisch aus? Hier ist leer. Das ist nice. Hier ist ein bisschen was drin. Jetzt keine Ahnung, ob mehr Schwefel hergestellt wird, als verbraucht wird. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel die hier sich. Die brauchen nicht so viel. Ich meine, es wurde nie so viel hergestellt. Ne? Hier ist immer noch nichts drin. Nichts ist ja jetzt nie das meiste. Wenn hier geht's inzwischen wieder 8000 sind hier, glaube ich, drin, ja. Ja. Dann bleibt das jetzt erstmal so. Wollen wir uns jetzt mal angucken, ob wir die Splitter automatisiert kriegen. Diese hier. Die brauchen den Vorgänger. Der Vorgänger ist schon beschissen herzustellen. Dann brauchen die Nachfolger. Der ist auch beschissen herzustellen. Das ist ja ein Traum. Also bin mir nicht sicher, ob ich die. Da hätte ich gerne Roboter für. Muss ich mal zugeben. Das ist nämlich nicht lustig. Okay, dann lass mal das. Dann will ich die vielleicht doch nicht automatisch hergestellt haben. Sondern stattdessen. Gähne ich ja schon volles Kanonenrohr. Also richtig schön. Was ist denn hier? Hier sollte eigentlich.
Achso. Das hier macht nichts. Aus Gründen. Warum macht das nichts? Wird das hier gebraucht? Nö, das wird einfach bloß gespeichert. Was ist das überhaupt? Ach, Nickel. Wir haben Nickel schon. Ei, 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 ei. Wir könnten hier Nickelbahnen machen, wenn wir Kohlenstoffmonoxide hätten. Ist sicher, jetzt braucht es Kohlenstoffmonoxid oder was? Ist dir noch ganz klar? Und er hier braucht Dampf. Sag mal. Das ist alles nicht so cool, tatsächlich. Mach mal einfach mal mit dem Dampf, das geht noch. Krieg mal hin. Dazu brauchen wir nämlich hier im Kessel. Der dampft hier voll rein. Der hätte. Natürlich braucht er dann Wasser. Ach hier, Kohle vorbei, ne? Ist auch mal gut zu wissen. Mist, ich hätte da oben vielleicht eine Alarmanlage hinbauen sollen, die mir sagt. Oh! Dann funktioniert das hier ja komplett nicht mehr. Warte, 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 warte. Wenn hier keine Kohle mehr hergestellt wird, dann landet da oben ja auch keine Kohle mehr. Wait a second. Dann müssen wir hier nämlich mal so machen. Den hier drehen wir um. Den drehen wir hier rein. Soweit klar und kein Problem. Aber hier müssen wir umdrehen, den Laden. Kann hier hoch. So hier machen. Das wird umgedreht. Und läuft jetzt halt hier lang. Bis hier hin. Dann hat der nämlich auch wieder Kohle. Könnte jetzt hier was tun. Problem ist, der kann eigentlich genau gar nichts machen. Zerkleinerte Kohle wird zu Koks. Mit 2,5 Brennwert. Und der Koks wird dann mit Dampf umgewandelt. Machen wir mal so hier. Nimm hier weg. Das war genau falsch rum. Du gibst hier hin. Nee, du gibst dahin. Was ist denn das jetzt? Aufnahmeposition. Aufnahmeposition ist hier und Abgabe ist da. So, jetzt. Das macht das richtig. Und das funktioniert auch. Der wuchtet das da rein. Wenn wir da jetzt ein bisschen Wasser hinkriegen, dann läuft das. Hätten hier oben ein bisschen Wasser. Frage ist, wie kriegt man das Wasser dahin? Antwort, keine Ahnung. Toll, ne? Das bauen wir erstmal ein paar Dutzend Rohre, die man theoretisch auch mal automatisieren könnten. Also, vielleicht wäre eine Idee. Wäre es nicht, Büro? Könntest du dir ja mal überlegen. So, ich leg den jetzt einfach hier lang. Ich hoffe, das passt. Das sieht bis hierhin ganz okay aus. Ich habe keine Rohre, ne? Ja. Hier, dann mach nochmal welche. Wasser, Wasser, Wasser. Und wir müssen da unten hin mit dem Rohr. Das wäre hier so. Das passt ganz gut. Ups. Sagte er und verbaute sich. Yay, wir kriegen wieder. Was kriegen wir? Kohlenstoff. Drei Kohlenstoff hat einen Brennwert von 3 Megajoule. Der ist sogar besser. Der ist sogar besser als der Rest. Ich wollte gerade sagen, funktioniert das jetzt hier nicht? Doch, alles klar. Megajoule ist halt nicht zu viel. Macht aber nichts. Das funktioniert. In Ordnung. Jetzt müssen wir uns um ihn hier Gedanken machen. Er bräuchte Kohlenmonoxid. Produzierte da hier unten nicht irgendwas Kohlenmonoxid? Nee, das ist Dioxid. Das ist Dioxid. Können wir aus Dioxid Monoxid machen? Weil ich hätte das gerne verwendet. Das wäre auch cool, weil da würde vielleicht Sauerstoff rauskommen, den man dann wieder woanders nehmen könnte. Hier, Flüssigkeiten. Kohlenstoffmonoxid. Das ist das hier. Wie stellt man den her? Der wird beim Grumbahn gewonnen. Toll.
Der wird aus Kohlenstoff und gereinigtem Wasser gewonnen. Auch toll. Aus dem Fass. Ja, das ist überraschend. Aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid. Oh nice, und da kommt gereinigtes Wasser und Kohlendioxid bei rum. Kohlenmonoxid bei rum. Das ist ganz nice, eigentlich. Und dabei bleibt Wasser übrig. Ich wollte gerade sagen, wie funktioniert denn das? Ach so, ne, klar, da wird Wasser draus. Diese Reaktion hier ist cool. Die würde ich gerne verwenden wollen würden. Weil Wiederverwendung. Ich kann mal gucken, ob es noch andere gibt. Synthesegas ist mir wurscht. Kohlenstoff und vorverarbeiteter Chrom, nee. Kohlenstoff und was weiß ich für ein Zeug. Synthesegas und Flüssiggas, nee. Alles nicht so cool. Das hier ist interessant. Brauma Chemiefabrik, MK2. Und wir haben Nanorobot Speed erforscht. Dann machen wir jetzt als nächstes hier, wir können die modularen Robohangars 1 machen. Modulare Gebäudeteile für den Roboterhangar. Logistik, Logistikbereichserweiterung, okay. Ja, erforscht das Zeug mal. Ich habe keine Ahnung, was es tut. Wofür es da ist. Ob es cool ist. Ja, das eine kriegt man ja aus der Luftpumpe raus, sehe ich gerade. Ich muss dann mal überlegen, wo ich das saubere, was ich mit dem sauberen Wasser mache. Das ist gerade das. Ich könnte das zum Beispiel hier mit reinschmeißen und dann fällt der hier weg. Könnte man machen, wenn man da Lust zu hätte. Ich weiß bloß nicht, wie ich dem Vorrang gewähren kann. Das ist so gerade die Sache. Ah, ich hätte eine Idee. Versuchen wir mal. Also, wir brauchen erstmal eine Luftpumpe. Dann fangen wir nämlich jetzt an. Luftpumpe. Wo ist die überhaupt? Hallo, Luftpumpe. Hier. Dann brauchen wir Chemiefabrik. Mehrere. Ich mach gleich mal drei. In der Luftpumpe reicht mir erstmal. Ich will es erstmal bloß zum Laufen kriegen. Es sind ja jetzt keine großen Mengen, die hier irgendwie gebraucht werden. Ja, hier macht. Von mir aus kannst du MK2 forschen. Von dem Robo-Hangar-Zeug. Ich glaube zwar nicht, dass ich mich demnächst darum kümmern werden kann. Aber naja, das ist halt jetzt erstmal so. Ist schon eine kleine süße Fabrik hier geworden, ne? Irgendwie traue ich mich nie, die groß zu bauen. Also, ich halte mich damit zurück, weil ich weiß, dass es alles sich noch ändert. Dann muss er alles wieder umbauen. Aber theoretisch könnte man sich sagen, ich habe Nanorobots. Ich kann alles ganz schnell auf- und umbauen, wenn ich möchte. Sollte ich vielleicht einfach mal Mut zum Risiko zeigen und anfangen. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Jetzt habe ich mich erstmal an dem hier versucht. Wir machen, genau, Gas, 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 Gas. Dann haben wir hier unsere Chemiefabrik. Ich wollte gerade sagen, habe ich wieder die falschen gebaut? Dann wäre ganz toll gewesen. Gereinigtes Wasser, nee, hier. Oh, da kommt gar kein Wasserstoff bei rum. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das funktioniert so nicht. Da brauche ich Elektrolyse. Hier ist Elektrolyse. Die können wir jetzt entweder mit sauberem oder mit dreckigem Wasser machen. Das ist nicht so cool, wie ich das erst gedacht hätte. Wenn ich die mit sauberem Wasser mache, wird sie teurer. Ich könnte jetzt hier nochmal so ein Teil hinsetzen. Ich weiß nicht, wie der dann noch an sein. Denn er könnte den Kohlenstoff nehmen. Theoretisch. Hier machen wir Reach. Reach ist auch immer ganz hübsch. Ja, dann machen wir nochmal so einen Boiler. Bin mir noch nicht ganz sicher. Da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Ja, das Problem ist halt,
Oh, ach nee, hier ist ein Ausgang nach unten auch an ihm dran. Das ist natürlich praktisch. Dann brauchen wir jetzt nämlich eigentlich bloß unseren Kühlturm da dran setzen. Wird einer reichen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aber wir können das erweitern dann noch, indem wenn ich hier einfach ins Platz lasse. Dann können wir nämlich hier nochmal innen dran setzen. Mit einfach hier zwei Rohren. Und dem sagen wir dann, ja, hier. Kriegst den von hier. Lädt von hier nach hier. Ach nee, andersrum. So rum macht er. Warum passiert jetzt hier nichts? Kein Dampf. Was ist jetzt hier los? Ach so, ich habe den aus Versehen rumgedreht. Weil das nämlich doch nie geht, so wie ich das wollte. Okay. Ja, verrückt. Ich habe gedacht, der hat jetzt oben und unten einen Ausgang. Nee, ich habe den bloß umgedreht und... Ach, ganz toll. So geht es natürlich nicht. Müssen jetzt schon wieder. Ist ja schon wieder umgedreht. Bin manchmal aber auch schusselig und doof, ne? So sieht's besser aus. Was denn das? Ich bin gerade echt verwirrt gewesen. So rum, jetzt. Und dann passt der da nicht mehr hin. Das ist ganz toll. Können wir aber hier lösen, indem wir ihn hier hinsetzen. Indem sagen, Abladeposition da unten. Dann lädt er das da rein. Wir sollten ihm sagen, dass er von da hinten holt. Dann kann er nämlich einfach bloß schwenken. Das ist ein bisschen schneller. Wie gesagt, ein Kühlturm dran. Einer muss reichen. Dann kriegt man jetzt hier gereinigtes Wasser raus. Dann wird das in der Elektrolyseur reingestopft. Und der macht da draus das hier. Wasserstoff. Da kommt auch relativ viel Wasserstoff raus. Natürlich gerade so nicht gereicht mit dem Strom. Wir können den Sauerstoff dann irgendwo hinschicken. Ich weiß noch nie wo. Was denn jetzt los? Ja, du hast keinen Brennstoff, ich weiß. Habe ich den jetzt hier wieder falsch rum? Ich werde zum Horst. Ja, so. Macht er das jetzt? Ja, genau. Sehr gut. Sieht er schon fast aus wie ein schneller Greifarm. Sehr, sehr gut. Gut, wir schnappen uns jetzt erstmal hier den Wasserstoff. Legen den hier rüber. Wozu? Weiß kein Mensch noch, ne? Das ist erstmal noch unklar. Hier, Wasserstoff. Was machen wir mit dir? Wir brauchen eine Chemiefabrik, wo Wasserstoff reingeht und Kohlendioxid reingeht. Das ist kein Problem. Hammer hier. Ja, können wir hier. Können wir ein bisschen näher setzen. Ist nicht so. Oh, ich hoffe, das ist richtig rum. Wo ist denn das überhaupt hier? Kohlenstoffmonoxid und Dampf. Und da wird Dioxid und irgendwas anderes draus, okay? Und das hier ist genau andersrum. Das ist Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff. Genau, das hätten wir gerne. Der Anschluss passt auch. Da müssen wir jetzt das Rohr hier noch dahin kriegen. Da werden wir doch genug haben. Könnte man hoffen. Wahrscheinlich nicht. Bei unserem Glück. Naja, vielleicht. Ein Traum. So, er hat alles, was er zu seinem Glück braucht. Wenn er jetzt noch Strom kriegt, dann macht er los. Mit gereinigtem Wasser und Kohlenstoffmonoxid. Den Monoxid jagt man jetzt dort oben rein. Machen wir einfach mal hier so ein bisschen Rohr. Hier ein bisschen da, ein bisschen hier Rohr, ein bisschen da Rohr. Was wir mit dem gereinigten Wasser machen? Das könnte man theoretisch eigentlich wieder da reinwuchten. Wäre jetzt so die Idee. Mache ich auch. Das kann wieder rückgeführt werden. Das finde ich ganz cool jetzt.
Na, das sieht dann so aus hier. Dann wird das gereinigte Wasser zurückgeführt. Ich müsste ihm eigentlich Vorrang geben. Das wäre ganz gut, wenn der Vorrang hätte. Deswegen nehmen wir den nochmal ein Stück rüber. Wo ist denn jetzt hier der Kühlturm? Na, den setzen wir jetzt hier hin stattdessen. Und hier kommt nochmal ein Stück frei. Ein Stück Rohr dran. Und er macht hier raus und jetzt haben wir da ein Ventil. Ich weiß nicht welches. Nachfüllventil brauchen wir eins. Das Nachfüllventil kommt hier hin. Ne? Der füllt einfach nach, wenn es nötig wird. Ja, hier, du kondensierst. Das ist alles ganz hübsch. Genau, der macht das jetzt hier voll, bis der hier voll ist. Den hier macht er auf 80% voll. Was jetzt ungefähr erreicht ist, genau, dann macht er nichts mehr. Das funktioniert. Was wollen wir als nächstes forschen? Nochmal ein bisschen Crafting Speed, der ist teuer. Reach ist nicht so teuer, machen wir den. Können dann auch mal an der persönlichen Ausrüstung rumforschen, zumindest Nachtsichtgerät fände ich ganz cool. Müsste ich natürlich auch gucken, dass wir die verbesserte Rüstung irgendwie gebaut kriegen. Hier haben wir jetzt das Problem, dass da Sauerstoff ist. Sauerstoff ist eigentlich cool. Mal braucht man eigentlich überall und ständig. Hatte ich so das Gefühl. Zum Beispiel hier oben braucht man Sauerstoff. Ja, das ist ja nice. Dann nimm den doch gleich mal für da oben. Wie ich den da hinkrieg, keine Ahnung. Wahrscheinlich hier unten drunter durch. Dann hier lang. Hier lang. Und hier hin. Das funktioniert soweit. Wir brauchen jetzt noch hier die geraden Stücken. Hier dran. Und hier dran. Sehr schön. Der arbeitet wieder. Der hier kommt weg. Da kommt nämlich jetzt wieder unser Freund Nachfüllventil hin. Der sorgt einfach nur dafür, ne, der Elektrolyse hier muss jetzt nur arbeiten, wenn hier irgendwas gebraucht wird. Problem ist halt, das wird fast nie gebraucht werden. Also muss ich mir vielleicht noch was anderes überlegen, wo ich den lang schicke. Und hier muss auch ein Nachfüllventil dann hin. Not sure, wie ich das machen will. Wahrscheinlich wäre auch Pumpe-Nachfüllventil sinnvoller. Aber, ja. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Hier passiert jetzt gar nichts, weil kein. Hä? Warum passt denn das jetzt hier nicht? Was ist denn das für ein Unsinn? Jetzt passt das. Okay. Jetzt kommt da überhaupt erstmal wieder. Das kommt an, wird zerlegt, wird hier bearbeitet, kommt hier rein. Ach, hier wird eh auch nicht viel produziert, mal davon abgesehen, ne? Das ist ja wirklich bloß erstmal alles bloß zum Laufen kriegen. Zu mehr ist das ja jetzt erstmal noch nicht. Das läuft bis hier runter, der läuft bis hier. Und dann kommt hier ein gerades Stück. Und er tut was für sein Geld. Nickelbarren. Nice. Okay. Was machen wir mit den Nickelbarren? Also wir können da den Tungsten oder was war das für ein Zeug? Können wir da draus basteln? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo die waren. Ich muss jetzt ja nochmal durchgucken. Hier haben wir Kupfer. Eine Glasmischung. Gold. Ach, Gold haben wir auch. Verrückt. Blei. Nee, 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 nee. Genau, natürlich den Nickelbarren. Ganz klar. Silizium, Silber, Zinn, Titan. Hier gibt's Asche mal nischt. Das ist gut, da müssen wir hier mal bei dem Mischzeug gucken, was es da so gibt. Alu, Chrom, Kobalt, Kupfer, Glas. Oder aus der, ja genau, wurde aus der Glasschmiede hergestellt, das war ja klar. Geschmolzenes Gold ist auch immer schön. Eisen, Blei. Mangan. Direkt aus Manganbahn. Nickel direkt aus Nickelbahn.